Guten Morgen. Wie ihr vielleicht schon seht, bin ich gerade erst aufgestanden, aber wir haben Montag, weil wir haben heute schulfrei. Wir hatten am Samstag ein Schulfest, aber da konnte ich leider nicht hingehen, weil mein Bruder ist umgezogen. Der ist jetzt nach Köln gezogen und dann waren wir da ganz lange und dann konnte ich nicht zum Schulfest gehen, weil das war halt voll doof, weil wir haben mit der, ich war in so einer Projektwoche, da habe ich so, ich war in der Projektwoche Hip-Hop, wollten wir eigentlich einen Tanz aufführen, aber da konnte ich nicht dabei sein, das fand ich sehr und hier liegt auch die Lindy neben mir, ne? Liegt hier, weil dort, wie ihr vielleicht seht, ist der Kamin an und es ist richtig schön warm da und ja, ich bin noch im Schlafanzug, aber gleich ziehe ich mich jetzt erstmal an. Nämlich wollen wir jetzt das Turnmatten-Video machen. Ihr wolltet ja mal alles über meine Turnmatte wissen, die ich jetzt neu habe. Ich zeige euch mal eben. Ich habe da gestern schon die Luft rausgelassen. Da steht sie in dem Sack mit der Luftpumpe davor. Ja, das müssen wir jetzt gleich noch wieder aufpumpen. Und dann machen wir gleich ein Infovideo und wir machen dann auch noch ein Turnvideo, glaube ich. So, das Zimmer ist jetzt leer von meinem Bruder. Wir haben das gestern jetzt alles da rausgeräumt. Es steht nur auf der Schreibtisch rum, ein paar Umzugskartons mit noch Sachen drin. Und darin schallt es jetzt richtig und es ist mega kalt, weil da stehen noch keine Möbel halt so richtig drin. Und er studiert jetzt in Köln, deshalb müsste der immer so weit fahren, wenn der hier ist. Und das wollten wir dann halt nicht. Und deshalb ist der jetzt in seiner eigenen Wohnung. Vielleicht mache ich ein das Zimmer in mein Turnzimmer rein. Und falls ihr euch wundert, warum ich so viel Pflaster an meinem Finger habe. Ich war bei meinem Bruder in der neuen Wohnung. Dann sollte ich Besteck auspacken. Dann habe ich so ein Messer aus der Folie so rausgestochen und habe mir dann in den Finger reingestochen. Und die Pflaster halten einfach nie. Deshalb habe ich da jetzt einfach so viel drum gemacht. Und ja. Ich kann euch ja mal das Zimmer zeigen, wie schrecklich leer das jetzt aussieht. Boah. So, hier kommen wir jetzt in das Zimmer von meinem Bruder. Hier ist die Rollleiter noch runter. Haben wir jetzt hier noch so ein paar Bilder schon mal reingestellt. Die hat meine Mama selber gemalt. Und jetzt hängt auch ein Bild. Hier steht noch überall so Krempels rum. Wir hören können wahrscheinlich, halt ist ja sehr drin, ne? Hier ist mega viel Platz für meine Turnmatte. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Da kommt meine Turnmatte rein und so. Vielleicht können wir auch super gut so eine Wand schön machen und dann so ein Filmstudio hier rein machen, weil sonst haben wir immer die Lampen in meinem Zimmer und wir machen das im Zimmer in meinem Zimmer. Deshalb habe ich mir gedacht, wir können ja auch hier einfach das Studio machen, dann ist das erledigt. Also wir müssen mal gucken, was wir hier so alles rein machen. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt mal um. Bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln. Wir fahren nämlich zu meiner Kieferorthopädin. Wie ich in meinem Vlog gesagt habe, haben wir die ja weggeschmissen. Ja, ich hoffe, die wird jetzt nicht allzu böse. Dann gucken wir mal, was die sagt. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Welche würde ich nehmen? Schön aus. Oder? Nein, das sieht toll aus. Neon Pink. Ja, bitte Neon Pink. Ja, Neon Pink. So, ihr wundert euch bestimmt gerade, was ich hier mache mit so einer Spülbürste. Ich habe nämlich Spüldienst. Nämlich habe unsere Spülmaschine ein Problem, weil die ist kaputt und die kommt erst nächste Woche, die neue Spülmaschine. Und deshalb muss jetzt hier jeder Spüldienst machen und heute bin ich leider dran. Können wir dann am Teller waschen, weil wir gerade gegessen haben. Wenn mir nicht wohl langweilig ist beim Spülen hier, dann vlogge ich mal ein bisschen hier dabei. Ja, ich war ja mal später beim Kieferorthopäden. Ich hatte nur leider keine Zeit mehr, weiter zu vloggen. Und deshalb erzähle ich euch jetzt einfach mal, was die Frau gesagt hat. Die war eigentlich gar nicht sauer. Die hat einfach nur gesagt, ja, dann machen wir jetzt neue Abdrücke. Habe ich jetzt auch dann auch gemacht.
bekomme ich eine neue Klammer und ich habe mir die Farbe Neon Pink ausgesucht. Ich mag Neon Pink, die Farbe sah richtig cool aus. Ich habe mir die einfach ausgesucht. Bin hier gerade am Teller spülen. Und ja. Und diese Brille habe ich übrigens nur zum Spaß an, weil irgendwie ziehe ich die im Moment so gerne an. Ich habe die gerade wiedergefunden. Die war irgendwo verschwunden im Getöll. Was auch immer, die war in meiner Turntasche drin, deshalb habe ich die wiedergefunden und trage die jetzt ganz oft. Also, und ich mache mit meiner Freundin neulich was mit Challenge, zum Beispiel die Fake-Brille in den Rewe gehen oder so. Das war richtig lustig, das habe ich letztens gemacht und dafür habe ich ein Eis bekommen bei Rewe. Also, bah! Das Schlimmste war, dass am Eingang, wir haben ja in der Schule solche Paten, die man halt aufpassen muss und so. Und dann stand meine Patin da und zum Glück hat die mir nur gewunken, wenn ich zu meiner Brille gefragt, weil die wusste ja nicht, dass ich eine Brille habe. Deshalb ist sehr komisch. Und ja. So, jetzt bin ich gerade fertig geworden mit meinem Spülinstier. Habe ich auch keine Lust mehr dazu. Und jetzt mache ich mich erstmal Bett fertig. Hallo Leute, meine Mama hat heute Geburtstag und wir fahren jetzt gleich in die Dostaria. Aber davor wollte ich noch gucken, ob es beim Kaufhof Hatchimals gibt. So, ich hoffe, der Kaufhof hat jetzt auch Hatchimals, weil ich habe mir schon so richtig lange eins gewünscht. Und ich wollte eigentlich Meerschweinchen haben, aber meine Eltern haben das nicht erlaubt. Deshalb kriege ich jetzt ein Hatchimals, wenn es eins gibt. Ich hoffe es. Okay, wo sind die jetzt, die Hatchimals? Ich sehe schon Spaß. Oh mein Gott! Ich habe endlich, ich habe hier eins gefunden. Ich dachte schon, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und es war hier eins da. Was ist das denn? Das sind da Eier. So Hatchimals-Eier. Oh, das ist so gut. Und ich habe jetzt hier, der müsste da eigentlich rauskommen. Den habe ich mir jetzt ausgesucht. Ich finde den so schön. Und ich bin jetzt so glücklich. So, ich hatte so Glück, bei Kaufhof gibt es noch Hatchimals. Und ich habe jetzt eins geholt. Sag mal, ich konnte mich jetzt, glaube ich, nicht so gut verstehen, weil ich gerade in der Sache bin und es sehr laut hier ist. Aber ich kann mich wieder nicht entscheiden, Pizza oder Nudeln. Schon. Schau da geht ab. Geil. Ne. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell schlüpft. Oh. Kann ich nicht, ich könnte Butter fallen. Oh. So, kurz Update zu meinem Hatchimal. Also kauft euch kein Hatchimal, Leute. Die sind total langweilig. Das ist zwar ganz witzig anzusehen, wie der schlüpft, aber das dauert vielleicht eine Viertelstunde, bis der schlüpft. Ich dachte, es dauert jetzt erstmal eine Woche, dass ich ihn schön ausbrüten kann oder so, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich empfehle euch kein Hatchimal. Spart euer Geld lieber für irgendwas anderes. Man kann ihn zwar anmachen, macht er ein paar lustige Geräusche, aber so toll ist der jetzt auch wieder nicht. Der wird auch ganz schnell in das nächste Level gebracht. Also ist meine Meinung, ihr könnt es zwar selber entscheiden, aber es ist mein Update. Na, wo sind wir wieder? Dreimal dürft ihr raten. Natürlich, ich bin jetzt fast Schrankkondition von Ikea. Wir müssen heute noch für unser Studio noch Sachen kaufen. Und ich liebe es, so schöne Sachen auszusuchen. Wir stehen jetzt gerade im Eingangsbereich und Papa, der tauscht noch was um. Und ich langweile mich jetzt hier, habe ich jetzt angefangen, einfach mal zu vloggen. Ohne Kuscheltier gehe ich nicht aus dem Ikea raus. Das ist jetzt die Ausbeutung. Heute haben wir hier irgendwas gekauft.
Also das hier ist auch nochmal so eine Lampe, wie aus der Herbstgrundschuhe. Ich habe gesagt, die kostet 9,99 Euro, glaube ich. Aber die kostet nur 3,99 Euro sogar nur. Deshalb habe ich die jetzt einfach nochmal geholt, weil ich fand die auch so schön. Meine Oma, das habe ich gestern entdeckt, hat die Augen, aber nicht in Gold. Hallo, ihr wisst gar nicht, wie ich mich heute freue, weil wir treffen uns gleich mit dem Prinz. Ich muss mich jetzt noch fertig machen und wir müssen jetzt auch schon gleich fahren. Und dann essen wir lecker Pizza. Ich hoffe, der Prinz hat auch schon Hunger. Und dann besprechen wir, was wir so für Videos machen und so. Ich freue mich schon richtig. Hi Leute, ich habe heute vor lauter Aufregung vergessen weiter zu vloggen, aber es war ein richtig schöner Abend, werde ich nicht so schnell vergessen. Ich habe uns nur über das Video, was wir morgen machen, oder die zwei Videos, die wir morgen machen, unterhalten und haben das schon mal so ein bisschen geplant. Dann haben wir lecker gegessen. Prinz hat eine ganze Pizza aufgegessen. Ich hatte diese riesen Lotteria-Pizzen, die hatte ganz aufgegessen und ja. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und noch so schöne Bilder gemacht. Und ja, jetzt kommt der Prinz morgen auch noch so ein Video drehen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe jetzt auch noch hier oben die Strohhalme wieder drin, weil ich brauche wieder dieses Zombie-Locken für morgen das Video. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. Und ja, dann mache ich mich jetzt im Bett fertig. Hallo, wir sind gerade in den Vorbereitungen für unsere Videos. Der Papa ist gerade im Prinz abholen, freue mich schon. Und ich kriege jetzt noch ein bisschen meine Locken gemacht. Ich kann euch gleich auch mal schon das Studio zeigen. Das haben wir richtig schön dekoriert. Und ja, wir müssen jetzt eigentlich jeden Moment kommen. Quatsch. Achso, okay. Soll ich tanzen? Lieber nicht. Okay, ich setze dich einfach hin. Okay. So, der Prinz ist jetzt da. Das ist unser Studio. Hier steht schon mal die Kamera. Hi, Prinz. Hey, Barbie. Wie geht's? Gut. Gut. Ja, sehr gut. Wir haben hier schon mal alles aufgebaut. Da oben steht auch noch so ein Deko. Und Spinnen. Ja, genau, Spinnen. Oh, ein Moment, ich muss eben. Hier sind Spinnen. Oh nein, die fällt runter. Ist egal, das sind liegen. Wir wollten ja eigentlich noch so coole Leuchtluftballons hinhängen, aber man sieht, wie man sieht, leuchten die nicht so gut im Helm. Also die leuchten schon, aber man sieht im Helm gar nicht. Also ist das sehr blöd. Jetzt haben wir die doch nicht aufgehangen. Das ist das Studio jetzt. Und ich immer, wenn ich hier lang gehe, erschrecke ich mich vor diesem komischen Typen. Ja, so, wir fangen jetzt an. Und hier ist noch ein kleines Blut. Prinz hat dann auch schnell die Ansage zu seinem neuen Video gemacht. Es wird total lustig. Wenn es schon online ist, verlinke ich es euch in der Infobox und hier oben. Schaut es euch unbedingt an. So, oh, einmal Ruhe am Set. Servus, meine Queens and Kings. Hier ist euer Prinz und heute bin ich wieder zurück mit all dem. So, wir bringen jetzt den Prinz nach Hause. Es war so ein schönes Wochenende. Und ich glaube, es sind jetzt auch richtig coole Videos geworden. Und eins davon war richtig eklig und die anderen sind. Das andere ist richtig lustig geworden. Und ja. Dann bringen wir jetzt nach Hause, den Prinz. So. Ciao, Mavi, viel Spaß! Und Leute, nicht vergessen zu abonnieren. Like das Video, falls es euch gefallen hat. Und. Man sieht sich dann das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.